Du befindest dich hier in meinem Reich, einem Ort jenseits von Raum und Zeit. Ich heiße dich willkommen. Ihr Menschen nennt mich Arceus. Lass mich dein Gesicht sehen. Sprich, wie lautet dein Name? Wohlan, Wulfen. Du wirst dich alsbald in einer fremden Welt wiederfinden. Dort gibt es wundersame Lebewesen, die von den Menschen Pokémon genannt werden. Wulfen, begegne allen Pokémon. Ist dies getan, so will ich mich dir erneut zeigen. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Wow! Hey, Moment, es ist mein Handy. Hey, hey, bleibst du hier? Mein Handy macht einen Abgang. Komm zurück! Was? Wow! Hi. Kann ich das da wieder haben? Ist meins? Ah, danke schön. Was? Wow. Pokémon Legenden. Arceus. Hallo? Wach auf! Wach auf! Lebst du noch? Hä? Wo? Wer? Was? Wie? Bin ich erschrocken, als du plötzlich vom Himmel gefallen bist. Ein Glück, dass du noch lebst. Wo bin ich hier? Das hier ist der Strand des Aufbruchs. Hat der Schock durch den Fall etwa dein Erinnerungsvermögen beeinträchtigt? Aber davon mal abgesehen, deine Kleidung ist wirklich sehr seltsam. Kennst du jemanden hier in der Gegend? Nö, eher nicht. Verstehe. Du siehst ziemlich verloren aus. Weißt du denn wenigstens, wo du hin willst? Kann ich dir vielleicht den Weg zeigen? Keinen Schimmer. Ich weiß es nicht. Oh dear. Du kennst ja also niemanden und weißt nicht einmal, wo du die Nacht verbringen sollst? Du scheinst in ganz schönen Schwierigkeiten zu stecken. Kannst du so überhaupt überleben? Oh, wird schon irgendwie gehen. Also schön. Ich kann jemanden in Not nicht einfach im Stich lassen. Bautz! Feuri! Oh, das hatte ich ja ganz vergessen. Ich jagte gerade meinen entlaufenen Pokémon hinterher, als du plötzlich vom Himmel gefallen bist. Kurios, als hätten sie es geahnt. Ach ja, weißt du überhaupt, was Pokémon sind? Ja, natürlich. Ein Glück, du bist zwar vom Himmel gefallen, aber zumindest scheinen wir vom selben Planeten zu stammen. Dann weißt du also, dass diese wundersamen Lebewesen hier Pokémon genannt werden. Und wie lautet dein Name?
Aha, du heißt also Wulfen. So einen Namen habe ich noch nie gehört. Aber er hat sicher eine tolle Bedeutung. Oh, entschuldige. Wie unhöflich von mir. Mein Name ist Leven. Ich bin ein Pokémon-Professor. Das heißt, ich bin ein Forscher, der mehr über Pokémon herausfinden möchte. Momentan versuche ich zum Beispiel mit den dreien hier... Hey! Oh no! Meine lieben Pokémon, warum lauft ihr nur ständig davon? Bitte hilf mir, die drei einzufangen. Wartet auf mich! Und somit, hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Pokémon-Game bei Pokémon Legenden Arceus. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Ich habe übelst Bock drauf. Ich freue mich richtig auf das Spiel. Und darum würde ich sagen, genug geredet. Wir legen los. Und darum mal schauen. Bewegen und rennen. Alles klar. Und da hauen wir den Spurt rein. Ist das mein Handy? Hey! Da ist mein Handy. Etwas leuchtet und gibt Töne von sich. Okay, doch nicht mein Handy. Sieht anders aus. Komm mal her. Du hebst etwas auf, was einem Smartphone ähnelt. Es könnte dein Smartphone sein, aber es sieht anders aus. Also doch meins. Du spürst eine seltsame Kraft, die von ihm ausgeht. Auf dem Bildschirm ist eine Nachricht erschienen. Ich vertraue dir dieses Arceus-Phone und folgende Aufgabe an. Begegne allen Pokémon. Aha. Klar. So. Und wo ist der Professor jetzt hin? Professor! Juhu! Wo sind Sie? Ah, da hinten ist er ja schon. Gar nicht so weit weg. Oh. Ah, schon wieder daneben. Ah, mein neuer Freund aus dem Himmel. Du hilfst mir doch, oder? Ich habe bereits unzählige Pokebälle geworfen, um die Pokémon zu fangen, doch ohne Erfolg. Ich sollte dir wohl erstmal etwas über die drei Ausreißer erzählen. Das ist Bautz. Bautz kann wie Pflanzen Photosynthese betreiben und kämpft mit Hilfe seiner scharfen Federn. Bautz. Das dort drüben ist Feueriegel. Die Flammen auf Feuerigels Rücken lodern kräftiger, wenn es wütend ist oder erschreckt. Feuri! Das Pokémon beim Deich ist Otaro. Otaro treibt gern schlafend auf dem Wasser und kämpft mit Hilfe des muschelähnlichen Objekts an seinem Bauch. Otada! Ach, na sowas, ich habe ganz vergessen, dir das Wichtigste zu erklären. Und zwar, wie man Pokémon fängt. Hier hast du ein paar Pokébälle. Die musst du werfen, um Pokémon zu fangen. Wow, gleich 50 Stück, oh yes. Pokéball, ein rätselhafter Ball, den man auf wilde Pokémon wirft, um sie zu fangen. Wenn man die nötigen Materialien sammelt, kann man ihn selbst herstellen. Oh, sorry, das genügt wohl nicht. Also, als Erklärung, dann hör gut her. Ich sagte ja bereits, dass Pokémon wundersame Lebewesen sind. Du fragst dich sicherlich, was an ihnen so wundersam ist. Nun, jedes Pokémon kann auf winzige Maße zusammenschrumpfen. Und da kommen Pokébälle ins Spiel. Sie wurden erst vor kurzem erfunden. Wenn man einen Pokéball auf ein Pokémon wirft, wird es ganz klein und passt dort hinein. Und damit hat man auch schon ein Pokémon gefangen. Es gibt sonst niemanden, den ich darum bitten könnte. Bitte hilf mir, meine drei Ausreißer wieder einzufangen. Um Pokémon zu fangen, musst du sie anvisieren und dann einen Ball auf sie werfen. Ganz einfach. Naja,
Ich selbst treffe dabei leider nur selten ins Schwarze. Pokébälle werfen. Du kannst Pokémon fangen, indem du Pokébälle auf sie wirfst. Halte die Taste gedrückt, um deinen Wurf vorzubereiten und zu zielen. Du kannst dich dabei bewegen und mit dem rechten Stick deine Wurfrichtung anpassen, um das Ziel zu erfassen. Wenn du die Taste wieder loslässt, wirfst du den Ball. Trifft er das Pokémon, besteht die Möglichkeit, dass es gefangen wird. Solltest du dich umentscheiden und doch keinen Ball werfen wollen, kannst du den Vorgang mit der Hirnknopf abbrechen. Alles klar. Also, Pokéball. Und wenn ich nicht will, abbrechen. Okay. So, Eifeuerregel. Ja, ja. Hab dich. Mein Pokémon. Oh, wundervoll. Du hast das Pokémon gefangen. Du scheinst mehr Naturtalent zu sein, Wulfen. Eine Begabung fürs Fangen von Pokémon ist sehr nützlich, wenn man hier lebt. Es sind noch zwei entlaufene Pokémon übrig. Ich muss sagen, ich finde es sehr ungewöhnlich, dass du überhaupt keine Angst vor Pokémon zu haben scheinst. Das sind Pokémon, die sind niedlich. Warum soll ich da Angst haben? Otero. Hi. Und hab dich. Und er bleibt auch drin. Perfekt. Fantastisch, Wulfen. Einfach fantastisch. Dabei gibt es so viele Leute, die Angst davor haben, sich Pokémon auch nur zu nähern. Geschweige denn, sie zu fangen. Ein Pokémon fehlt noch. Mach dich auf die Suche und halte einen Pokéball bereit. Ja, baut's. Ja, ja. Baut's. Die schnapp ich mir. Hab dich. Mein Pokémon. Oh. Ach ja, das passiert schon mal. Einen Pokéball zu werfen heißt nicht, dass man das Pokémon garantiert fängt. Versuch es einfach noch einmal. Okay. Bautz? Wo bist du? Bautz? Du steckst doch hier hinten, oder? Da ist er. Ja, ja. Hi, Bautz. Hab dich. Meins. Yes. Vielen Dank. Du hast mir wirklich sehr geholfen. Die Sache ist die. Diese drei Pokémon sind gerade erst zu Forschungszwecken ins Dorf gebracht worden und hören noch auf niemanden. Ich habe es vorhin schon gesagt, aber so hastig, wie sie aus dem Dorf gestürmt sind, könnte man fast denken, dass sie von deiner Ankunft wussten. Ich muss schon sagen, Wulfen, dein Umgang mit Pokébällen hat mich ganz schön beeindruckt. Du bist gerade erst hier angekommen und zeigst schon solches Können darin, Pokémon zu fangen. Woran liegt das nur? Es kommt mir vor, als gäbe es einen bestimmten Grund für dein Erscheinen hier. Der vielleicht. Begegne allen Pokémon. Das ist also ein Arceus-Phone, sagst du? Was für ein merkwürdiges Ding, es scheint fast so, als würde es dich leiten. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen plötzlich, aber ich möchte dir etwas erzählen. Mein Traum ist es, den ersten Pokédex für diese Region zu vervollständigen. Weißt du, was ein Pokédex ist? Es handelt sich dabei um ein wundervolles, monumentales Forschungsprojekt, bei dem alle Pokémon registriert werden sollen. Aber um Pokémon richtig registrieren zu können, müssen sie gefangen werden. Und Pokébälle wurden erst kürzlich entwickelt, daher gibt es nicht viele Leute, die gut genug mit ihnen umgehen können, um Pokémon zu fangen. Dann tauchst du plötzlich hier auf, mit einem Talent zum Fangen von Pokémon. Du willst alle Pokémon begegnen, ich möchte alle Pokémon fangen. Wir können uns gegenseitig helfen. Was sagst du dazu, wollen wir uns zusammenschließen? Oh, klingt gut. Ich weiß zwar nicht, wer du bist und wo du herkommst, aber wenn du mir dabei hilfst, den Pokédex zu vervollständigen, bist du mir mehr als willkommen.
Exzellent, dann lass uns erstmal die Pokémon zurück ins Dorf bringen. Wir müssen uns ja auch noch um Essen, Kleidung und eine Unterkunft für dich kümmern. Folge mir, ich bring dich direkt nach Jubeldorf. Kleidung? Was hat der gegen meine Kleidung? Finde ich nicht so schlimm. Bessere Schuhe vielleicht, aber sonst? Interessante Wolke. Oder was auch immer das ist. Seid gegrüßt und wie immer vielen Dank für euer wachsames Auge. Dieser junge Mann hat mir und meinem Pokémon einen großen Dienst erwiesen. Deswegen möchte ich ihn ins Dorf einladen. Cool. Hier geht es lang. Bitte folge mir. Aha. Es ist der Galaktik-Expion zu verdanken, dass dieses Örtchen so prächtig gewachsen ist. Wir befinden uns gerade auf der Flatstraße. Das Dorf wurde erst vor 2 Jahren gegründet. Uns fehlen noch viele helfende Hände. Ich komme mir irgendwie so angestarrt vor. Da wir nur wenig über die Pokémon hier wissen, trauen sich nur wenige, das Dorf zu verlassen. Hallo, guten Tag. Das Gebäude, das dort am Ende der Straße emporragt, ist der Galaktik-Hauptsitz. Huch, jetzt hätte ich fast etwas vergessen. Ich muss noch schnell Bericht darüber erstatten, dass wir die entlaufenden Pokémon erfolgreich wieder eingefangen haben. Könntest du so lange im Speiselokal auf mich warten? Es nennt sich Heiße Kost. Du findest es auf der linken Seite, wenn du diese Brücke überquerst. Wow, soll kein Problem sein. Dein Asus Phone scheint auf irgendetwas zu reagieren. Eine mysteriöse Kraft weist dir den Weg zum Zielort. Wegweiser auf der Karte. Drücke den Hirnknopf, um die Karte auf dein Arceus Phone aufzurufen. Auf der Karte findest du Wegweiser zu deinen nächsten Zielen und Informationen zu deinen Missionen. Die Wegweiser zu deinen Zielen werden auch angezeigt, wenn du unterwegs bist. Solltest du einmal unsicher sein, wo es als nächstes hingeht, musst du in der Umgebung einfach nach einem Zielortsymbol Ausschau halten. Okay, easy. Okay, dann gehen wir mal dorthin. Guten Tag, hallo. Ich soll also hierher. Guten Tag. Hi. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Dieses Lokal ist nur für Mitglieder der Galaktik-Expedition. Los, verschwinde jetzt! Oh, wer bist du denn? Kleidung wie deine habe ich noch nie zuvor gesehen. In diesem dünnen Stoff können dir Pokémon leicht schwere Verletzungen zufügen, weißt du? Naja. Wenn der Wachposten dich durchgelassen hat, muss dich jemand im Dorf kennen. Ist dir der Name Leben ein Begriff? Er ist ein Professor aus einer fernen Region. Ihm laufen ständig seine Pokémon davon. Das ist nicht besonders vertrauenserweckend. Aber ich sollte mir wohl lieber an die eigene Nase fassen. Ich musste tagelang das Bett hüten, weil mich ein Pokémon mit der Attacke Donnershock erwischt hatte. Es ist genau wie Lumia gesagt hat. Ich bin wirklich ein hoffnungsloser Fall. Professor! Aber mach dir keine Sorgen.
Wolfen hier wird uns ab jetzt helfen. Was reden Sie da? Sie wollen ihn doch nicht etwa in den Forschungstrupp aufnehmen. Ohne die Erlaubnis von Kommandantin Celestis dürfen Sie gar keine neuen Mitglieder anwerben. Ich gestatte es. Kommandantin Celestis! Sofern er überhaupt die notwendige Fertigkeit für den Forschungstrupp verfügt. Ich bin Celestis, die Kommandantin des Forschungstrupps der Galaktik-Expedition. Uiuiuiuiui. Ich habe von Professor Leven gehört, wie du die entlaufenen Pokémon wieder eingefangen hast. Nun will er, dass du uns deine Fähigkeiten zur Verfügung stellst, während wir dir im Gegenzug Unterschlupf und Verpflegung bieten. Du scheinst mir um die 15 Jahre alt zu sein. Also, kannst du auch wie ein Erwachsener für deinen Lebensunterhalt arbeiten? Doch du solltest wissen, dass wir einen Fremden wie dich nicht einfach so einstellen. Morgen wartet eine Prüfung auf dich. Das klingt nach einem vernünftigen Vorschlag. Kommandantin, möchten Sie nicht mit uns essen? Sie haben sicherlich auch einige Fragen an unseren Besucher. Ich verzichte. Beim Essen ziehe ich es vor, ungestört zu sein. Uiuiuiui. Ah, der eigenblödlerisch wie eh und je. Also dann, alles weitere besprechen wir am besten bei einer Mahlzeit. Hallo, Mubeshi. Ich nehme wie immer die Kartoffelmochi, heute aber 3 Portionen, bitte. Vielen Dank, Mubeshi. Deine Kartoffelmochi sind köstlich wie immer. Professor Leben, wo sind Sie überhaupt auf diesen Fremden gestoßen? Nun, er ist aus dem Loch im Himmel gefallen. Du weißt schon, dem Riss im Raum-Zeitgefüge. Das kann nicht Ihr Ernst sein. Ich bin Wissenschaftler. Meine Arbeit besteht darin, Phänomene zu beobachten und herauszufinden, welchen Regeln sie folgen. Für mich zählen nur Fakten. Es ist allgemein bekannt, dass es hier in der Hisui-Region eine Vielzahl von Pokémon gibt. Stimmt, sie leben überall, auf Wiesen, in Wäldern, an der Küste. Und als Mitglied der Forschungstrupps ist es unsere Mission herauszufinden, was für Lebewesen sie sind. Eins ist sicher, Pokémon können einem wirklich Angst machen. Man weiß nie genau, über welche Kräfte sie verfügen und was sie damit anstellen können. Vieles ist noch unerforscht. Und hier kommt Wolfman ins Spiel. Ihm ist es gelungen, 3 Pokémon einzufangen. Hörst du? Ganze 3 Pokémon hintereinander. That's incredible. Einfach unglaublich. In der Galaktik-Expedition gibt es niemanden, der über ein solches Fangtalent verfügt. Mit seiner Gabe können wir endlich unsere Untersuchung starten. 3 Pokémon? Wilde Pokémon sind so angriffslustig, dass wir froh sind, wenn es uns gelingt, auch nur ein einziges zu fangen. Nun ja, die Pokémon, die zum Strand geflohen sind, waren ehrlich gesagt nicht besonders aggressiv. Doch das Wichtigste ist, dass sich unser Freund hier den Pokémon ohne Angst nähern konnte. Und dadurch war es ihm möglich, vor dem Wurf gut zu zielen. Hey, ihr vom Forschungstrupp. Habt ihr wirklich die Muse, unbekümmert Fremde einzuladen und euch den Bauch vollzuschlagen? Die Kommandantin hat drinnen gerade 10 Portionen Kartoffelmochi verdrückt. Das macht sie sicher aus Frust darüber, dass es mit der Vervollständigung des Pokédex so schleppend vorangeht. Das Frustessen von Kommandantin Celestis wird bald ein Ende finden. Greif zu, Wolfen! Wenn du der Galaktik-Expedition beitrittst, brauchst du dir um Verpflegung und Unterkunft keine Sorgen mehr zu machen. Selbst wenn du vom Himmel gefallen bist.
Eieieiei. Ah, ein wahrer Gaumenschmaus war das. Ja, das Essen war lecker. Aber denken Sie wirklich, dass das gut geht? Wolf muss erst die Prüfung bestehen, bevor er dem Forschungstrupp beitreten kann. Bei seinem Können mag ich mir keine großen Sorgen. Wolf wird ganz sicher bestehen. Ich hoffe, Sie behalten uns recht. Wolfen war dein Name. Heute kannst du in unserem Quartier schlafen. Doch, solltest du die Prüfung nicht bestehen, musst du außerhalb des Dorfes leben, wo dich im schlimmsten Fall ein qualvoller Tod erwartet. Eieieiei. Kommandantin Celestis ist unerbitterlich. Genau wie die Wildnis hier in Hisui. Sie will keine Schwäche zeigen, schließlich geht es ihr auch darum, uns alle zu beschützen. So, mein Freund aus dem Himmel, ich hoffe, du fällst nicht auch noch aus deinem Bett. Scherz beiseite, ich wünsche eine gute Nachtruhe. Gute Nacht. Ein Mensch, der aus einem Riss im Himmel gefallen kam. Die Welt ist voller Rätsel. Da gebe ich ihr recht. Aber wie es weitergeht, erfahren wir morgen. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns. Ciao.